Jetzt ist wieder Know-How-Time. Ja, wenn wir bloß wüssten, wie wir diese scheiß Rätsel lösen. Wir haben die sonst eigentlich immer ziemlich schnell gelöst. Nee, wir hingen doch bei einem fest, das scheiße war, oder? Ich muss jetzt erstmal überlegen, wo waren wir? Da können wir hingehen. Machen wir mal. Die ist voll auf Speed. Ich weiß noch, wie sie gesagt hat, von wegen, ich liebe um die Welt herum und als Stelle eine Sackgasse. Oh Gott, ich glaube, das Rätsel war das. Ja, sonst hätten wir es schon gemacht. Da oben muss es hin. Da war auch noch ein anderes Rätsel, das war noch schlimmer, glaube ich. Aber egal. Was können wir machen? Dann können wir den nach rechts machen, den nach unten und den nach rüber. Rechts. Dann können wir den nach unten, den nach rechts. Rüber. Den können dann wir den hoch. Das war's. Den hier oben so. So, jetzt müssen wir den aber wegkriegen. Warte mal, nochmal zwei zurück. Dann können wir nämlich den so rüber. Dann haben wir den nämlich in einem Zug rüber. Dann den so hoch, den da rüber. Dann ist der da. Den nach rechts. Den hier so hoch, rüber, ja. Runter, zack. Bingo! Ey, LOL! Geil! Wieder mal! Hatten wir schon mal. Ja, ich weiß. Ich erinnere mich, Alex. Na, super. Toll, wir haben ein Kartenteil mit aufgedeckt. Wow, ich hoffe mal, das. Ja, guck mal, da oben geht's mal noch weiter. Da oben ragt so ein Ding raus. Ich das scheiße. Hohl. Das Spiel wird so hohl. Das Spiel wird so scheiß lang. Oh! Durch das ist nicht unter. Achso, dein Fahrrad. Genau. Durch das dichte Unterholz erkennt Valerie in der Ferne die Überreste von Steinrollen. Das sieht aus wie die Ruine eines Tempels oder einer Stadt. Vielleicht lebt dort einst die Erbauer dieser Säulen, aber es scheint keinen Weg dorthin zu führen. Nee, da sind nur Bäume im Weg, so schnell man durchgehen kann. So, und wir sind schon in Level 20 und das ist aber klein. Scheiße, was ist das da für Blöcke? Das Ding kannst du gar nicht bewegen und das hier auch nicht. Ja, toll, den hätten wir weglassen können. Zack, zack. Zack, 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 rüber, runter. Och, wie billig. Verstehe, die Mauersteine sind total unbeweglich. Total unbeweglich. Unbeweglich an erreicht wohl nicht. Da kann man nichts machen. Tja, das ist logisch, mein Schatz. Sieben Züge? Und wie nochmal. Wir acht? Nochmal, wir hatten acht. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. 6, 7, 8. Halt die Fresse. Hat man schon. Toll. Moment. Welche können wir anfangen bewegen? Wir können den bewegen und den und den. Und den da unten, aber das bringt uns nichts. Und den hier auch, aber das bringt ja also alles. Der einzige, was uns bringt, ist der da. Also den hier mal. So, der einzige, den wir jetzt neu bewegen können, ist der da. Und das ist auch der einzige, der uns was bringt. Ja. Also machen wir den hoch. Mal da hin. Den auch hoch. Ah! Ah, klar! Ne, noch einen zurück. Achso. Ja, und jetzt beide. Achso. Ja, und jetzt so. Beide hochschieben mit einem Mal. Zack. Ach, das ist so billig. Ja, sowas ist, finde ich, dumm. Ich meine, dass wir es dann nicht schaffen, suggeriert ja, dass wir nicht wüssten, wie man es richtig macht. Aber es ist genau dasselbe. Nur ich das finde. Und die Karte wird auch nach unten. Oh geil, 30 Goldmünzen. Cool. Zunächst hält Valerie die Schale vor sich für einen weiteren Schatz. Doch zur Überraschung ist die Schale leer. Warum schaffen wir keine Goldmünzen? Interessant, vielleicht war schon jemand vor mir hier. Aber was ist das? Was? Jemand? Als sie sich nähert, vernimmt Valerie ein ächzendes Geräusch. Und die Schale scheint sich leicht nach unten zu bewegen. Okay. Überrascht tritt Valerie wieder einen Schritt zurück. Die Schale bewegt sich wieder zurück in die Brauchen wir 30 Goldmünzen, um da durchzukommen. Wir müssen da 30 Goldmünzen einmal. Wahrscheinlich eine Art von Mechanismus zu sein. Vielleicht kann ich ihn auslösen, wenn ich mich mit all meinem Gewicht draufstelle. Toll, wir haben schon 62, sehe ich gerade. Ja. Irgendwas geht da jetzt auf der Stelle. Und da rennen wir mal hin. Los. Andersrum. Nee, doch, so ist es richtig rum. Warum? Wie? Nee, ich denke sonst immer, das Müllern ist das Wanderslust. Das Müllern ist das. Ist doch voll unlogisch. Ja, das ist mir bei Resident Evil passiert. Was kann man denn hier machen, bitteschön? Ach, gar nichts. Das soll so sein. Sieht doch schick aus. Ja, wollte ich. Wir können das nach oben machen und das andere auch. Ja, das andere auch und also die beiden in die Mitte, dann haben wir auf jeden Fall schon mal was für die Dings, für die Kiste. Ja, das hat mich gebracht. Moment, wir können den dann bewegen, das bringt uns nichts. Wir können das gleiche mit denen da oben allen machen, das bringt uns aber alles nichts. Moment. Also das Spiel ist manchmal
vielleicht so runter? Ach, den können, die können wir auch noch schieben, klar. Ganz vergessen. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe übrigens auch eine Down-Idee, ich sag's nur nicht. Auch nicht. Ja, wunderbar. So, jetzt müssen wir den wieder runter. Warte, ja, pass auf, also das kriegen wir hin. Zack, zack, zack. Toll. Den wieder runter. Ne, runter geht ja nicht, wenn die Kiste im Weg ist. Ja. Dann machen wir den nochmal da hin. Wäre cool, wenn man irgendwann mal eine Stelle guckt, wo man gar nichts mehr machen kann, nicht mal wieder zurückgehen kann. Menü, Level starten. Das machen wir erst gleich nochmal. Weil wir keine andere Idee haben, echt zu machen. Das Schöne ist. Weißt du, vielleicht ist das Beste, dass man da schaffen kann, ja auch 38 Züge oder so. Tja. Also, wir müssen es irgendwie mal schaffen. Also, erst, ich würde sagen, erstmal schaffen. Und dann können wir das gucken. Dann können wir das optimieren. Das war rüber, zack, hoch. Also, vor allem eher, ich mache ja kaum was, aber egal. Kommentierst. Ja, ich bin für den Humor zuständig, eher für das Spielen. Wir müssen. Ah, ich hab eine Idee. Wir müssen kacken. Ja, ich hab eine Idee. Das war meine Idee, hat sie geklaut. Nein. 13 Züge, Alter. Nochmal. Soll man das machen? Okay, gut. Willst du das jetzt mal probieren? Dann kann das jetzt nochmal so bekloppt aussehen. Ja, okay. Ich bin da voll schlechter dann. Also, ich mach einfach mal irgendwelche Sachen. Mir ist scheißegal was. Vor allem, das hat jetzt vollgebracht. Ja, cool. So, was kann ich jetzt machen? Ich wir haben das noch genau so. 3 Züge übrig. Quatsch. Oh, das ist wenn ich spiele, die Welt explodiert. Das Spiel hat so einen internen Mechanismus, weil man mehr als 13 Züge braucht, dann dividiert es mit 0 und dann ist alles im Arsch. Okay. Genau das gleiche wie mit der Formel. Wenn ich die Schulden Deutschlands mit den Schulden von Deutschland wieder dividiere, entsteht 0. Sprich, wir können somit oder das mit M und Doppel-N und so. Ah ja, genau. Wenn wir das dann jetzt zusammenkriegen würden, ey. Es war so hohl, es war so gut. Das war so lustig, würde ich sagen. Mann, ich will versuchen mich so reinzubauen, dass ich gar nicht mehr machen kann, aber ich glaube, das geht nicht. Das wollte ich auch gerade sagen, das würde glaube ich nicht gehen. Und du baust es natürlich alles wieder schön zurück, so wie es am Anfang war. Ja, ich bin gut. Genau. Versuch das mal. Nee, das ist noch nicht. Du musst einfach das machen, was du hier oben machst und was du da unten. Okay, ihr seht es jetzt vielleicht nicht, aber ist egal. Ja, ich habe keine Eier. Ja, klar, das du ist hast das keine ist, Eier. Das ist gespiegelt. So, ich hab 13 Züge, ich bin besser als du. Keine Eier. Blöderweise ist die Kiste nicht auf dem gelben Schalter. Das ist jetzt keine mein Problem. Keine Eier. Na und? Dafür hast du minus ein Eier. Warum das? Weil es weniger als 0 ist. Andererseits, minus 1 ist was. 0 ist immerhin nichts. Also genau. Könnte das wieder sein. Nee. Mhm. Aber dann könnte man sich drüber streiten. Dafür hast du eine Vagina. Aber Moment Dankeschön. Mal, das kann auch voll der Vorteil sein. Du kannst deinen Finger reinstecken. Wenn du jetzt nicht willst, dass man deinen Finger sieht, kannst du ihn da reinstecken und dann wirst du nicht, dass du einen Finger hast. Oh, schlau. Aber das kann ich auch. Ich habe einen Hintern. Ha. Oder ich kann sie in die Augenhöhlen reinstecken. Dann bin ich zwar blind, aber egal. Du verwirrst mich immer mehr. Ich weiß, ich will das jetzt einfach nochmal neu. Damit wir das hier auch, oh mein Kopf brummt, ich müsste mal was trinken irgendwann. 3 Jahre. So, runter. Obwohl denken eigentlich eher meine Stärke ist, aber egal. Ich hasse Puzzlespiele. Runter. Und da sind wir. Genau, so habe ich es auch gemacht. Bei mir hat das Spiel geschummelt. Weiter geht's. Jetzt rückt mir meine Hand. Und wir finden Gold. Gold. Valerie hat 5 Gold gefunden. Versuch's für mich nachzumachen. Jetzt komm mal laut nehmen. Öffnen. Mit einem lauten Stöhnen senkt sich die Schale. Oh, Valeries Augen öffnen. Geil. Sich. Oh, ja. Ein weiter so. Fahrt. Gut, dass ich halt das Gold eingesammelt habe. Ja, du wärst davon eigentlich zerquetscht worden. Ich meine, guck mal, das Gold kann eine verschissene Steinschale sinken lassen, aber du kannst es tragen. Sonst wäre ich sicher nicht schwer genug gewesen. Der Mechanismus auch so nicht. Hättest du einfach alle Tiere im Dschungel essen können. Das ist toll. Naja, so sind Computerspiele. Valerie ist einzige Grund dafür, dass... Oh! Ich bin wieder am Strand, so komme ich nicht weiter. Ich muss einen Weg ins Innere der Insel finden. Toll, ja, also, das ist schlau. Wir sind so gemein zu ihr, nicht wahr? Rätsel. Böse Kinder. Böse. Warum? Ich meine, was ist denn Überraschung passiert? Wir machen... Nee, geht nicht. Da sind die Steine drin. Ach so. Ich meine, das ist eine Überraschung passiert. Ich meine, wir klicken auf Öffnen und dann kommt ein Softporn oder sowas. No. Das wäre immer ein neues. Nein. So runter, rüber. Fuck, was soll der denn? Der muss erst weg, damit wir ihn rüber machen kannst, damit er hoch kann. Also.
Aua. Dann ist hier wieder Rübe. Warum sage ich Aua? Ist halt toll. Der da oben ist im Weg. Ja, auch schon mitgekriegt. Ja, das ist natürlich sehr verkackt. Vor allem müssen wir das, was wir links gemacht haben, rechts auch nochmal machen. Und weil man, weil die Steine sich von links und rechts gegenseitig bewegen, kann das schwer werden. Toll, ich bringe den Stein ins. Mach nach links und dann sagen wir, hier so. Spiel, wir haben es geschafft, du bist nur blöde. Oder so. Na, was soll das sein? Ja, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. So, rüber, so. Man, vor allem, das sind irgendwie drei Steine. Das sind drei Steine mit jeweils einer Brücke zwischen den drei Steinen. Das ist doch unlogisch. Ja, echt mal, stimmt. Das ist ein Doppelstein. Wieder die Nullpunkte haben. Ich hab nämlich alles. Ja, wir wollen Nullpunkte haben. Null Punkte, ja! Wir müssen mal eine Aktion machen. Wir versuchen irgendein